Willkommen, liebe Abenteuerfreunde, zu Let's Play Tomb Raider und Butt TV. Wir befinden uns hier mittlerweile im 14. Teil des Let's Plays. Wir sind auf dem Weg, eine Freundin zu retten und naja, im Endeffekt werden wir klettern und uns den Weg freischießen. So wie immer. So, was haben wir da? Im Tageslager. Fähigkeiten, gucken wir mal, was haben wir da? Ah, Überleben. Überleben, was ist Weicheier? Brauchen wir Überleben? Doch, Überleben brauchen wir. Wir brauchen. Was brauchen wir? Überleben brauchen wir doch nicht. Wir brauchen Jäger-Upgrades. Jäger-Upgrades haben wir nämlich wenig. Sicherer Schuss. Ah, da labert die alte Hunden. Brauchen wir auch nicht. Ah, erfahrene Mörder. Schalten sie ihre Feinde aus. Scheine brauchen wir. Ausschalten müssen wir auf jeden Fall. Mal wieder zurück. Aha. Fähigkeiten. Brauchen wir nicht. Okay, also weiter geht's. So, wie wir wohl gerade gesehen haben oder gehört haben, auch Lara denkt, es waren unmenschliche Leute oder Menschen da hinten. Alle hepp. Und ich bin wirklich gespannt, was sich am Ende herausstellt, was das Ganze war oder wer diese Leute sind. Das Zeug ist echt gut. Wenn du betrunken zur Zeremonie kommst, fahre mit Feiers dich um. Hey, ich krieg das schon hin, solange du den Mund hältst. Ich habe gehört, sie hätten ein paar Frauen aufgegriffen. Ja, und eine soll den Test machen. Vielleicht ist sie die eine. Dann kämen wir endlich hier weg. Bleib locker, es ist doch immer dasselbe. Ein armes Mädchen verbrennt und es geht weiter wie vorher. Mann, ich hab diese Insel so satt. Ich will einfach nur weg. Das wollen wir alle, Bruder. Aber es wird nicht passieren. Die Stürme lassen uns niemals weg. Aber wenn... Nichts, wenn. Wenn du von ihr weg willst, spring von der Klippe. Einen anderen Weg gibt's nicht. Und jetzt lass mich in Ruhe die Flasche leeren. Dürfen wir nun endlich stören? Was heißt stören? Natürlich töten. Und wir gehen hier direkt und eins und die nächste. Zwei. Nee, doch nicht. Und drei. Ach, verdammt. Shotgun, kein Problem. Was? Das funktioniert nicht. Dann brauchen wir die Maschinengewehre hier. Stirb, Motherfucker. Wo bist du? Da hinten. Komm raus. Und... Bam, 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 bam. Tod und der nächste. Ach, wir können doch nicht sterben jetzt. Ah, das war knapp. Die Jungs wollen aber nicht aufgeben. Ein wenig Munition tut bestimmt ganz gut. Auf jeden Fall nach dem Feuergefecht gerade. So, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Also, Feuerritual, unsere Freundin, Übermenschen und was weiß ich. Klingt alles nicht so aufheiternd. Da müssen wir rüber, kennen wir ja schon die ganze Kraxelei und unser Allzweckwerkzeug. Motherfucker. Oh Gott, das war knapp. Bist du da? Ich bin da, Sam. Alles okay? Was wollen die von mir, Lara? Mein Feuerritual? Das ist so krank. Hör zu, ich komme und hol dich. Ich werde dich da rausholen. Mir, Lara. Ich versprech's dir. Ich versprech's dir, Sam. Hey, sie hat das Gerät. Sam! Sam! Hilfe! Lass sie in Ruhe, ihr verdammten Schweine! Lass sie sofort in Ruhe! Oh Mann. Ob das gut geht, ob die da lebend rauskommt. Wir versuchen es und beeilen uns. Liebes, komm Sam, halte durch. Wir brauchen nur etwas Munition. Haben wir jetzt bekommen. Und da geht's runter. Geronimo! Hua! Friss Blei! Schwanzlutscher. Gott sei Dank ist das Spiel 18. Dementsprechend sind solche Tonlagen erlaubt. Hoffe ich auf jeden Fall. Ach nee, schlagen wollen wir nicht. Wir wollen ballern. Gezielt schießen wollen wir. Boah. Da wird wieder mit Molotov-Cocktails geworfen. Wir sind ja schon fast tot.
Haben nur noch die Pistole. Wobei man damit wesentlich klarer zielen kann. Und geschafft. Ah, doch nicht. Einer lebt noch. Lars, but not least. Also das war der Lars. Lars, hallo Lars. Lars, was ist los mit dir? Ich glaube, Lars ist tot. Wir haben Lars getötet. Das war's, das Spiel ist um. Es hat keinen Sinn mehr. So, jede Menge Munition für uns. Oh, oh, was sehe ich da? Und die Fässer, sie rollen. Keep it rolling, baby. Aber bringt uns anscheinend nichts. Oder so, einmal Waffen durchwechseln. Außenrum geht nicht. Ich muss rüber. Die Frage ist natürlich, wie soll ich da rüberkommen? Weil hier ist eine extreme Strömung. Komm, Lara. Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. War das jetzt beabsichtigt? War das gut? War das schlecht? Ich weiß nicht. Ich kann noch lenken. Ich lebe noch also. Das ist gut. Das ist aber nicht gut. Das glaube ich. Lara. Lara? Hallo? Okay, das war's dann wohl. Aber liebe Lara, wie du weißt, schaffen wir das natürlich jetzt. Ja, wir haben die Shotgun schon im Anschlag quasi. Hoffe ich auf jeden Fall. Ich meine, normalerweise steht man ja stundenlang bei Wildwasserrutschen an im Park. Bei uns nicht. Hopp, hopp, hopp. Nee, da auch nicht hin. Boah. Komm schon. Liebste Lara. Schlag dich da durch. Wir sind fast am Ende angelangt. Ich glaube, das Ding fliegt nicht mehr. Oh oh. Dreimal oh oh. Beweg dich. Beweg dich. Beweg dich. YOLO. Und klasse. Hat nicht funktioniert. Doch, funktioniert doch. Und wir haben es. Oh, Wahnsinn! Wir haben es geschafft! Wir leben! Wir leben! Ja! Wir lebten! Ich glaube, das war nicht richtig. Ich glaube, wir sind tot. Aber Lara, wie du weißt, jetzt wird abgerechnet, jetzt wird das Ganze geschafft. Noch einmal von vorne. Okay. Doch nicht von vorne. Erster Schritt, den hatten wir ja schon mal. Den zweiten Schritt, den schaffen wir auch noch. Und jetzt geht die wilde Fahrt von neu los. 1, 2, 3. Huiuiuiuiui. Durch die Walachei. Liebe Vögel, liebe Vogelfreunde. Sowas seht ihr nicht oft. Autsch. Ja, wir kommen in die Freiheit. Haben wir uns aber auch verdient. Also leck mich am Arsch. Die hat ein Leben. Das wünscht man keinem Freund. Keinen Freund und keinem Feind. Dem Freund auch nicht. Die Mischung aus Feind und Freund. Hast gesoffen oder was? Och Gott. Klar, wenn man dann stundenlang so eine Strapaze durchmachen muss. Aber ich meine, wir sind im Dorf angekommen anscheinend. Die Wunde ist wieder aufgerissen. Wir halten uns die ganz verbissen. Eieiei. Suchen Sie nach erster Hilfe. Na, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Das arme Mädel hier ist ja völlig durch. Boah. Und ich auch, ehrlich zu sein. Wo müssen wir hin? Da hinten müssen wir hin. Vielleicht sind Vorräte an Bord. Wir müssen laufen. Durchsuchen Sie den Rettungshubschrauber.
mit dem anderen. Der Gestank. Stinke, stinke Winke. Durch die Mocke mit der infizierten Wunde. Wo sind die anderen? Bringt mich zu eurem Anführer! Stirb! Oh, der kam in den Weg. Der hat das wahrscheinlich gar nicht richtig mitbekommen. Der ist auch tot. Ich bin der Kopfschusskiller. Der nächste. Hallo? Da noch einer. Und oben hier hat mich irgendeiner vollgeworfen mit Molotow-Cocktail. Auf jeden Fall nicht die feine englische Art. Engländer sind das auf jeden Fall nicht. Aber ich sehe auch keinen. Da müssen wir mal weiter. Das gibt Munition wieder ordentlich für mich. Ja, wir Lara, heul nicht rum. Wir spielen jetzt eine Runde Schach und wir pennern wieder ein bisschen rum an der Mülltonne. Und dann geht's ab zum Hubschrauber. Möchte ich schon. Ich wollte schon Flugzeug sagen, aber Flugzeug ist das ja nicht. Hat ja keine Flügel. Ui, windig ist es. Komm, da gehen wir rüber. Kein Problem für dich, du Grazie. Und alle hepp. Was zum Teufel war das? Das war dein Todesurteil, war das. Ich brauch Granaten. Das war keine Granate, aber das reicht auch. Was haben wir da hinten? Flaschen ohne Ende, die saufen hier wie bekloppt. Aber wie wir mitbekommen haben, die kommen ja auch gar nicht mehr von der Insel runter. Was will man dann anderes machen, als eine Brauerei aufzumachen und zu saufen? Und auf Massenmörderin Lara zu warten. Ja. Shotgun. Die Lösung all eurer Probleme. Nee, doch nicht. Der Bogen wird's auch nicht sein. Wie kommen wir denn hier rum? Wir müssen ja irgendwie dahin. Ah, da sehen wir. Wieder mal. Ein kleines Seilchen. Zack, die Luke ist auf. Schon lang abgelaufen, das Zeug. Pille rein. Wir haben ein Feuerzeug. Klasse. Können wir rauchen, wenn wir Bock haben. Autsch. Das mag wahrscheinlich sehr weh tun. Es tut auf jeden Fall beim Ansehen sehr weh. Und was sehen wir da? Einen neuen Bogen? Oder ist das unser Bogen, den wir einfach nur verloren haben? Man weiß es nicht. Oh, wir können Feuerpfeile auswählen. Wir können jetzt also nicht nur Laternen werfen und alles in die Luft jagen. Wir können Feuer schießen. Über Menschen. Roth, hörst du mich? Roth? Lara, bist du okay? Ja,
Du klingst aber nicht so. Es geht mir gut, Roth. Wo bist du jetzt? In einer Art Barackensiedlung in der Nähe des Palasts. Ich steige immer noch den Berg runter. Wieso warst du so schnell? Lange Geschichte. Ich kann die Siedlung von hier sehen. Bist du bei dem großen Tor? Ich gehe darauf zu. Die Outsiderin! Scheiße! Okay, jetzt dürfen wir Feuerpfeile schießen. Boom! Ach du liebes bisschen, das war nicht geplant. Wir werden beschossen von MGs. Boom! Ein wahres Schlachtfest sehen wir hier. Wir müssen eigentlich nur noch alles abbrennen. Liebes... Boah. Wir verbrennen am bei lebendigem Leib. Hilfe. Und noch mal von neu. Wir werden direkt hier schon getroffen. Finde ich ein bisschen unfair. Da wird explodiert. Alles explodiert hier. Gar kein Problem für uns. Zack. Zack. Wir wissen ja mittlerweile, wie es geht. Der MG-Schütze macht jetzt auch einen Abflug. Der nächste. Hoffentlich brennt hier ordentlich mal was. Komm, wir wollen, dass Sachen explodieren. Sachen, die Hallo? Nee, ich will nicht explodieren. Zack, du explodierst, mein Freund. Brennt. Brennt. Wir explodieren ja alles kreuz und quer. Da explodiert was, hier explodiert was, überall. Bam, bam, bam. Stirb, Motherfucker. Meine klare Empfehlung an dieser Stelle, auch ein lustiges Bundeswehr-Video auf YouTube. Lohnt sich auf jeden Fall. Gebt einfach mal Bundeswehr-Motherfucker ein. Ihr werdet euren Heiden Spaß haben. Ich hatte ihn auf jeden Fall vor ein paar Tagen. Och nö, nicht wieder die Molotov-Cocktails. Also immer wie die Schrotflinte haben wir auch noch nicht gehabt. Voll. Schrotflinte ist immer ganz lustig. Was soll das? Wir treffen absolut nichts mehr. Oh, jetzt ging das aber ganz gut. Der nächste. War's das? Ich glaube, wir haben gerade so die Hälfte der Stadtbevölkerung hier ausgelöscht. Schon wieder. So, Schrotflintenverbesserung schon quasi gefunden. Sprachbefehle. Sprachbefehle sind was für Luschen. Brauchen wir nicht. Da unten ist ein Schwein. Hallo Schwein. Wo ist das Schwein hin? Schwein? Hallo Schwein. Können wir das Schwein erschießen? Wir wollen das Schwein gar nicht erschießen, oder? Wir haben genug Schweine gerade erschossen. Ha! Welch lustiges Wortspiel. So, und hier mache ich auch einen kleinen Cut. Ich hoffe, das Let's Play hat euch wieder gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach hoch. Und natürlich Lara auch einen Daumen nach hoch. Wer würde ihr keinen Daumen nach oben geben? Ja? Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Euer Bud von Bud TV. Tschüss!